bin, ich krieg den allein nicht hoch. Nun muss ich den aber trotzdem gleich irgendwie durch die Stadt und in den Bus gehoben kriegen. Was meinen Sie? Glauben Sie, dass mir jemand dabei unaufgefordert hilft? Mir oder gar einer schwächeren Person? Wie hilfsbereit sind die Menschen im Alltag? Das wollen wir wissen. Heute bei Zur Sache Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Und wir wollen außerdem wissen, wer und was hinter einem geheimnisvollen Spion, einem Agenten aus dem Hunsrück und seiner möglichen Verbindung zur rheinland-pfälzischen CDU steckt. Und haben dazu gleich in der Sendung exklusive Rechercheergebnisse für Sie. Jetzt testen wir aber erstmal die Manieren der Menschen bei uns im Land. Knigge, kennen Sie, rücksichtsvolles Verhalten auch. Das wollen wir doch mal sehen. Alexander Knecht, der nimmt Sie, eine alte Dame und diesen Koffer mit in die Mainzer Innenstadt. Welche berühmte Sehenswürdigkeit fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie an Rheinland-Pfalz denken? Genau, die Lorelei. Die soll ja angeblich das viertbekannteste Touristenziel der Welt sein. Wohlgemerkt das viertbekannteste, aber leider eben nicht das am vierthäufigsten besuchte. Kein Wunder, wenn man sich so umschaut auf dem Lorelei-Plateau, da wirkt alles etwas abgeranzt und auf dem Stand der 60er Jahre. Das soll sich nun ändern. Dass etwas passieren muss auf der Lorelei, darüber sind sich alle einig. Aber über das Wie, da ist ein Streit entbrannt. Denn es gibt auch Stimmen, die sagen, eine etwas weniger radikale Umgestaltung, die würde es auch tun. Und der Region, der hilft der heutige Spatenstich auch nicht wirklich. Thilo Bernhard. Ex-Agent, sozusagen der James Bond aus dem Hunsrück. Um ihn ranken sich viele Geschichten, die über seine Heldentaten, die erzählt er gern selbst. Jetzt steht er wegen des Verdachts auf millionenschwere Steuerhinterziehung vor Gericht. Zudem soll er laut Bericht der Süddeutschen Zeitung in Verbindung stehen mit Spenden an den CDU-Kreisverband Koch im Zell und an den CDU-Landesverband. Was ist dran? Mein Kollege Edgar Verheyen auf den Spuren von 007 aus dem Hunsrück. Musste die CDU bei den Landtagswahlen hohe Verluste hinnehmen, während die AfD große Wahlerfolge eingefahren hat. Wie kriegt die CDU diese Stimmen zurück? Frank Helbert. Good girl, bad girl, das kennen wir doch aus unserer Landtagskantine. Dort gibt es heute keinen ungespritzten Biowein, sondern Defiliermarsch ab. Eine ordentliche Maß. Oder war es das Maß? Zur Sache, Schätzchen.